Ein Traumgarten ist nicht gleich ein Traumgarten. Was dem einen erst mit viel Blumen und Farbe gefällt, ist dem Minimalisten mit Wunsch nach klarer Linienführung wahrscheinlich überfrachtet. Und damit herzlich willkommen zu dieser DVD. Wir möchten Ihnen, dem Orientierungssuchenden, Anregungen und Tipps zur Gartengestaltung geben. Die Möglichkeit, das eigene Stück Grün zu formen, sind so unglaublich vielfältig, dass hier nur ein kleiner, aber wie wir meinen, feiner Ausschnitt gezeigt werden kann. Vom ersten Rosenschnitt bis zum Schwimmteich erhalten Sie einen kompakten Basiseinblick zur Gestaltung Ihres ganz persönlichen Traumgartens. Ganz am Anfang steht die Überlegung, welche Art von Garten ich überhaupt haben möchte. Das ist zum einen von Ihrer Persönlichkeit abhängig, aber auch von den Gegebenheiten vor Ort. Es gilt, nicht alles, was wünschenswert wäre, ist auch möglich. Leider. Sofern Sie Ihren Garten grundlegend neu gestalten wollen, ist es durchaus sinnvoll, zumindest bei den ersten Vorüberlegungen einen Landschaftsgärtner mit an Bord zu holen. Inwiefern Sie diesem dann die Arbeiten durchführen lassen wollen, richtet sich nach Ihrem Anspruch, Zeit und natürlich dem verfügbaren Budget. Wenn Sie sich einen Garten anlegen lassen wollen, dann erzählen Sie dem Profi einfach, was Sie mit dem Garten machen wollen, welche Bedürfnisse, welche Vorstellungen Sie haben. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch, was für einen Garten Sie aktuell haben, beziehungsweise in welchem Zustand er sich befindet. Gärten, bei denen über Jahre hinweg bis auf gelegentliches Rasen und Heckenschneiden nicht viel an Pflege passiert ist, werden in erheblichem Maße verwurzelt sein. Oft ist man hier auf den Gärtner und seinen Maschinenpark angewiesen, um vom Boden her überhaupt erst einmal die Voraussetzung für das Neuanlegen des Gartens zu schaffen. Das mit dem Profi gilt ganz besonders, wenn zum Beispiel alte oder bereits kaputte Bäume der Neugestaltung weichen müssen. Hier kommt dann Werkzeug zum Einsatz, von dem der ungeübte Laie unbedingt die Finger lassen sollte, will er selbige oder sogar mehr nicht verlieren. Also auch bei der Benzinkettensäge, um das nochmal zu wiederholen, also Kettensäge ist eigentlich das gefährlichste Werkzeug nach wie vor, auch bei uns im Garten- und Landschaftsbau. Ohne entsprechende Schutzeinrichtungen sollte man gar nicht arbeiten. Also man braucht eine Schnittschutzhose, man braucht einen Helm mit Gehörschutz und mit Gesichtsschutz. Also bitte nur eine Motorsäge zu kaufen und dann loszulegen, ist viel zu gefährlich. Man braucht einfach noch entsprechend die Schutzeinrichtungen. Mit punktueller Bodenkosmetik ist es also nicht getan. Soll das Unterfangen Traumgarten nicht mit einem Albtraumgarten spätestens im darauffolgenden Jahr enden. Überlegen Sie sich vorab gründlich, was Sie wollen und schätzen Sie den dafür notwendigen Aufwand realistisch ein. Diesen Wert nehmen Sie dann bitte mal 2 und dann liegen Sie gar nicht so verkehrt. Im unteren Aufwandsbereich wohlgemerkt. Wir gehen einfach auf das Bedürfnis von Ihnen ein. Denn Sie kommen ja mit einer Grundvorstellung, was Sie einfach zum jetzigen Lebensalter benötigen, wie Sie schon gesagt haben, für die Kinder was Kindergerechtes oder ein Schickimicki-Garten oder eine Dachbegrünung oder ein Schwimmteich oder eine Fassadenbegrünung. Und dann treffen wir uns einfach mal vor Ort, um dann darüber zu reden, ob es sinnvoll ist, ob es machbar ist. Denn für bestimmte Sachen braucht man einfach auch entsprechend Platz oder die Himmelsrichtung, die entsprechende. Hierbei